Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf dem Kanal zusammen mit Games Island. Und diesmal habe ich euch das 2014er Hauptset-Intro-Pack mitgebracht mit dem Namen Feuerausbruch. Das Ganze ist in den Izzet-Farben gehalten, also rot und blau. Und wenn ich mir die vorderste Karte angucke, Chandras Phönix, dann erhoffe ich mir natürlich ein schönes, aggressives, schnelles Deck mit ein bisschen Burn. Und ja, wollen wir einfach mal schauen, was wir hier so drin finden. Ich erkläre euch natürlich wieder alle Karten, gebe Tipps zum Deck, wie ihr das auch verbessern könnt. Und ja, hier haben wir das Hauptdeck, also das eigentliche Intro-Pack, würde ich dann mal sagen. Und ja, hier die beiden Booster, wie in jedem Intro-Pack sind zwei Booster, finde ich natürlich super. Die gibt es am Ende der Reihe als Intro-Pack-Booster-Unboxing. Ich bin gespannt. Und ja, gucken wir uns erstmal hier in aller Ruhe das eigentliche Deck an. Na komm, ich hatte den Frizzle doch schon. Da ist er. So, den Prospekt tun wir zur Seite. Wir müssen uns das ja nicht anschauen. Und ich sortiere das Ganze mal und dann gucken wir uns das Ganze mal zusammen an. So, das Ganze ist sortiert. Wir trennen uns als allererstes von den Standardländern Haufen, Insel und Gebirge. Ist natürlich klar bei der Farbkombination. Und wir schauen uns als allererstes die Foilrare an. Wie gesagt, Chandras Phönix für 3 Mana, 2/2, fliegend und Eile. Und immer wenn einem Gegner von uns mit einem roten Spontanzauber, einer roten Hexerei oder einem roten Planeswalker Schaden zugefügt wird, dürfen wir ihn aus dem Friedhof wieder auf die Hand nehmen. Also ist wiederverwertbar. Super Karte auf jeden Fall. Dann haben wir das Drachenküken, noch ein etwas kleinerer Drache, für 2 Mana 0/1 fliegend, aber mit Feuerodem. Den Effekt nennt man Feuerodem, wenn man ihn für ein rotes Mana +1/+0 geben kann. Bis zum Ende des Zuges, den Effekt könnt ihr natürlich beliebig oft aktivieren, um so auch dem Gegner ordentlich Schaden reinzuhauen. Der ist zweimal im Deck. Dann der Goblin-Abkürzer, für 2 Mana 2/1, wenn er das Spielfeld betritt, kann eine Kreatur unserer Wahl in diesem Zug nicht blocken. Der ist dreimal drin, auch sehr nett, weil wir wollen ja auch den wichtigen Schaden an den Mann bringen. Um zum Beispiel so eine Kreatur angreifen lassen zu können, ohne dass sie stirbt, der regantanische Feuerpanther für 3/4/1 Vanilla, ist, finde ich, sogar eine gar nicht ganz so schlechte Vanilla-Kreatur. Wir können das Board relativ frei halten mit Burn oder eben Evasion, beziehungsweise dieser Pseudo-Evasion vom Goblin-Abkürzer. Und dann kann man halt für eine 3-Mana-Kreatur dem Gegner 4 Schaden reinhauen. Das ist gar nicht so verkehrt. Sehe ich auf jeden Fall lieber als für 3 Mana, weiß ich nicht, 3/3 Vanilla. Gezähmter Kondor passt natürlich auch super mit dem Feuerpanther zusammen. Ist für 3 Mana 2/1 fliegend. Und wenn er angreift, kann er einer anderen Kreatur ebenfalls Flugfähigkeit geben. Natürlich wäre der Panther dann ein optimales Ziel. Ist auf jeden Fall ganz nett. Dann 2 Phantomkrieger für 3 Mana 2/2 unblockbar. Also wir kriegen den Schaden auf jeden Fall an den Mann, so wie das aussieht. Ist das schon mal ganz nett. Dann der fälische Semilan für 4 Mana 2/3 Aufblitzen und Flugfähigkeit. Also ebenfalls ein bisschen Evasion. 3/2 würde er mir besser gefallen in dem Deck, aber gut, man kann nicht alles haben. Wir müssen ja noch irgendwas haben, was wir später verbessern können. Dann wird die Mana-Kurve drastisch höher. Wir springen zu 6 Mana, der Shivan-Drache. Für 6 Mana 5/5 fliegend. Für 1 Mana kriegt er +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Finde ich recht teuer. Ich würde das Deck eher mit einer bisschen niedrigeren Mana-Kurve spielen. Ebenfalls der Fleischmaler-Riese ist mir da auch ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Der ist für 7 Mana 4/4, wenn er das Spielfeld betritt. Können wir eine Kreatur mit Widerstand 2 oder weniger zerstören. Ist natürlich ein netter Effekt, aber mit so einem Deck erstmal auf 7 Mana kommen, ist dann doch ein bisschen schwer. Ich würde es eher lassen. Dann haben wir Sich Verziehen. Für 2 Mana können wir eine bleibende Karte, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. Also räumt uns wieder den Weg frei. Ist ganz nett. Für 2 Mana. Dann haben wir die Essenzzerstäubung. Für 2 Mana können wir einen Kreaturenzauber countern. Und das Gegenstück dazu ist Negate. Wir können einen Nicht-Kreaturenzauber countern. Beide Karten auf jeden Fall ganz nett. Stab des Flammenmagus gehört einfach in gar kein Deck rein. Immer wenn wir einen roten Zauberspruch wirken oder ein Gebirge legen, gibt es einen Lebenspunkt. Wofür wollen wir Leben haben? Wir wollen aggressiv spielen und wir wollen ja noch ein paar andere Karten hier reintun, wie den Phönix. Perfekt, kostet 3 Mana, der Stab kostet 3 Mana, können wir perfekt später austauschen. Flammen des Hitzkopfs, dagegen eine sehr gute Karte. Für 3 Mana schießt er 3 Schaden, den wir frei verteilen können. Sehr, sehr, sehr gut. Zweimal im Deck. Richtig gut. Auch Chandras Gewalttat ist eine schöne Karte. Für 4 Mana schießt die 4 Schaden auf eine Kreatur und 2 Schaden auf den Besitzer dieser Kreatur oder auf den Beherrscher der Kreatur. Auch eine gute Karte. Burn gefällt uns. Schiefs und Armung. Für 4 Mana verzaubert Kreatur die +2/+2 Flugfähigkeit und Feuerodem. Super Teil für den Panther. Ist zweimal drin. Dann hat er nämlich automatisch Evasion, Flugfähigkeit und wir können ihn noch stärker machen. Passt super. Lava-Axt ist dreimal drin. Finde ich ein bisschen oft. Ist ein relativ netter Finisher, sage ich mal. Für 5 Mana, 5 Schaden auf den Gegner schießen. Ja, ist natürlich nicht der beste Burn-Spell, aber ist ein Intro-Pack und dafür ist es auf jeden Fall noch in Ordnung. Zweimal die Gelegenheit. Für 6 Mana können wir 4 Karten ziehen.
auch eigentlich zu teuer. Wir wollen, dass die Mana-Kurve eigentlich bei 4 aufhört. Vielleicht zweimal Lava-Axt als Finisher für 5 Mana. Das reicht. Wobei dagegen der vulkanische Geysir kostet 2 Mana und X, schießt X Schaden. Den kann man ruhig einmal im Deck lassen, um einfach einen netten Finisher dann an der Stelle zu haben. Und ja, was lässt sich zu dem Deck insgesamt sagen? Ist eigentlich ganz nett aufgebaut, recht aggressiv. Wie gesagt, ich würde die Mana-Kurve auf jeden Fall drücken. Vielleicht halt 2 Lava-Äxte am oberen Ende. So ist wie Gelegenheit raus ist zu teuer. Der Riese ist teuer. Der Shivan-Drache ist auch zu teuer mit 6-7 Mana. Die könnt ihr auch ohne schlechten Gewissens auf jeden Fall rausnehmen. Wenn ihr unbedingt sowas wie Kator haben wollt, würde ich den billigen Kator spielen. Also Ponder, Preordain, diese üblichen Sachen. Die kann man auf jeden Fall reintun. Passen würde auch Delver in das Deck. Delver ist nicht teuer, ist eine richtig starke Karte. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, ist so eine extremst bekannte Turnierkarte. Dafür kostet er halt echt wenig Geld, weil er nur eine Ankommen, glaube ich, war. Für ein blaues Mana 1-1. Im Upkeep könnt ihr euch die oberste Karte eures Decks angucken. Es ist ein Spontanzauber der Hexerei. Dürft ihr sie vorzeigen, dann transformiert ihr in eine 3-2er fliegende Insektkreatur. Richtig gut, passt hier auch super rein. Natürlich könnt ihr dann noch mehrmals Chandras Phönix spielen. Den Kondor könnte man öfters spielen, wenn man Lust hat. Das sind Karten, die auf jeden Fall super da reinpassen. Schießumarmung ist auch okay an der Stelle für 2 Mana. Kann man den Goblin-Abkürzer oder den Panther später stärker machen, ihm Flugfähigkeit geben. Und natürlich das Ganze mit richtig schönen Burn aufpeppen, würde ich sagen. Flamme des Hitzkopfs kommt ihr im Moment super dran. Hier unten links ist ja aus M14 der Ankommen. Kann man ruhig 4-mal spielen. Aber natürlich auch die guten Premium-Burn-Spells wie Lightning Bolt, ne, für 1 Mana 3 Schaden schießen, passt natürlich auch immer super in so ein Deck rein. Und ich finde, so kann man das Deck auch sehr leicht, würde ich sagen, verbessern. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war es schon wieder für dieses Intro-Pack. Ja, wie gesagt, hoffentlich konntet ihr ein paar Tipps mitnehmen, falls euch das Deck holt oder geholt habt oder holen möchtet, was auch immer. Und könnt ihr mal Kommentare da lassen, was ihr davon haltet. Und wie immer wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.